Was siehst du, wenn du morgens in den Spiegel schaust? Einen zufriedenen Menschen. Dein Lieblingsdichter ist? Mein Lieblingsdichter ist Haftbefehl. Was macht dich rasend? Natürlich die AfD. Bekommst du eigentlich so richtige Fanpost, Oldschool, per Post? Per Post tatsächlich Gott sei Dank nicht. Ich habe einmal aus Versehen meine Privatadresse rausgegeben, das war ein Fehler. Einen Liebesbrief habe ich dann bekommen, ansonsten nur per E-Mail. Vervollständige bitte den Satz, nackt baden mit. Mit mir ist eine tolle Angelegenheit, die ihr mal machen solltet. Rapper Kollega mag Poetry Slam nicht. Magst du Kollega? Ich liebe ihn vom ganzen Herzen, aber nur körperlich. Ergänze, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt? Irgendwann ein neuer Poetry Slammer her. Wir sind wirklich super fancy und cool. Ja. Hallo, ich bin Johannes Oerding. Wir sind beide von Eskimo Cowboy. Wir sind die Atzen. Hi, das ist Ray Garvey und ich bin jetzt bei Stuggi TV. Stuggi TV, deine Stadt, dein Sender. Stell dir vor, tausende Menschen kommen in eine ausverkaufte Halle und schauen sich einen Wettbewerb mit selbstgeschriebenen Texten an. Nicht erst seit dem viral erfolgreichen Auftritt von Julia Engelmann ist Poetry Slam bekannter und beliebter denn je. Die Szene blüht regelrecht auf. Und einer, der das auch ganz schön gut kann, ist David Friedrich und der ist heute zu Gast bei uns hier bei Stuggi TV. Hi, freut mich sehr. Dann fange ich gleich mal mit der banalsten, aber wahrscheinlich wichtigsten Frage an. Was macht denn einen guten Poetry Slam aus? Also ein guter Poetry Slam Text sollte die Leute irgendwie fangen, ne? Die Leute irgendwie catchen. Man muss irgendwas finden, irgendeine Thematik, die die Menschen interessiert. Und im besten Fall präpariert man das Ganze so, dass es den Menschen entweder unterhält oder emotional irgendwie toucht, dass man irgendwie drin ist. Also entweder findet man es super witzig oder super traurig oder man ist einfach nur gebannt davon. Also man muss das gut übersetzen sozusagen. Es gibt in Anführungszeichen das Klischee, oder man sieht hauptsächlich Studenten, die Poetry Slammer sind. Gibt es auch Ältere? Oder? Also Poetry Slam, die Poetry Slam Szene ist da sehr gemischt. Also es gibt sehr, sehr viele Nicht-Studenten, die Poetry Slam machen. Es gibt Leute, die berufstätig sind und das nebenbei machen. Ich bin jetzt noch immatrikuliert, aber studieren tue ich nicht richtig aktiv. Ne? Und ich bin ja auch noch Poetry Slammer. Also das ist, glaube ich, ein Vorurteil, könnte man schon fast sagen. Aber was würdest du denn sagen, welcher Studiengang schreibt die besten Texte? Welcher Studiengang schreibt die? Auf jeden Fall sowas wie Veterinärmedizin. Ich glaube, es gibt gar keinen einzigen Slammer oder eine Slammerin aus der Veterinärmedizin. Ich würde mich freuen, wenn es das mehr geben würde. Ich weiß nicht, Literaturwissenschaften ist es nicht. Und Germanistik ist es auch nicht, um ein paar Leute zu dissen gerade an der Stelle. Ich studiere auch Germanistik. Ja, okay, gut. Ich sag mal so, BWLer schreiben die besten Texte. Überraschend. Du selber hast Iranistik und Islamwissenschaften studiert, was ja jetzt wirklich auch nicht der Durchschnittsstudiengang ist. Was waren denn deine Beweggründe dafür? Ja, tatsächlich, weil Iranistik und Islamwissenschaftsstudenten die besten Texte schreiben. Das ist mir gerade nicht eingefallen, aber das sind die Leute, die tatsächlich, ja. Das war der Grund. Nee, im Wort Islam kommt halt Slam vor und das war ganz einfach für mich dann. Denn ich bin nicht religiös oder sowas. Ich habe erst Theaterwissenschaften studiert und das fand ich so langweilig, dass ich gesagt habe, wenn du irgendwo deinen Bachelor machen willst, dann muss es dich irgendwie interessieren und was Neues sein. Und dann dachte ich mir, das ist auf jeden Fall was Neues für mich und habe ein bisschen Arabisch und Persisch gelernt und das war dann spannend. Das war der einzige Grund eigentlich. Jetzt bist du der Profi. Kann denn jeder Poetry Slammer werden? Tatsächlich, ja. Jeder kann das machen. Wir geben Workshops ja auch ganz viel. Und es ist eine Sache, die auf jeden Fall jeder machen kann. Ob du dann dabei bleibst, liegt dann daran, wie weit du eine Rampensau bist. Ich glaube, das braucht man schon auch, um das dann kontinuierlich weiterzuführen. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Der Nachwuchs sieht sehr gut aus. Die U20-Szene, also die Leute, die, da gibt es eigene Slams, also dass man auf Slams gibt, wo nur unter 20-Jährige antreten, ist eine eigene Kategorie, da komme ich auch selber her, ich habe mit 15 angefangen und das sind alles junge, elanvolle, motivierte Leute, die ja, sag ich mal, nicht das schreiben, was kommerziell erfolgreich ist, sondern das, was wirklich so ihnen auf dem Herzen liegt und das ist dann super echt und super geil und da bin ich ganz stolz, dass da viel kommt. Ist in deiner Karriere bisher denn mal wirklich richtig was schiefgegangen? Text vergessen? Musstest du improvisieren? Kann man überhaupt improvisieren? Weil manchmal sollte es vielleicht reimen oder es muss ja irgendwie passen, also.
Es gibt viele Leute, die sehr, sehr gut improvisieren können. Das ist ein bisschen so wie im Hip-Hop. Es gibt manche, die super gut Freestyle rappen können und manche, die das gar nicht können. Also die gerade so mit Textblatt im Studio überhaupt ihren Text zusammenkriegen. Und im Slime ist es auch so. Es gibt welche, die da super gut sind. Ich habe jetzt heute mein Solo-Programm hier. Da mache ich sehr viel auch Improvisation oder einfach nur so, was mir einfällt. Ein Text vergessen passiert mir ehrlich gesagt so gut wie nie und wenn es passiert, dann merken es die Leute tatsächlich nicht, sondern nur die den Text schon ein paar Mal gehört haben. Das kann man ganz gut kaschieren im Poetry Slam. Man muss einfach nett lächeln und im Notfall sagt man so, oh, wie geht der Text wohl weiter? Ich schaue kurz auf meinem Blatt nach. So und dann, keine Ahnung, das ist cool, nicht so schlimm. Was fällt dir denn beim Poetry Slam am schwersten? Also ist es gerade die Texte zu schreiben oder dann doch der Auftritt oder... Wie man vielleicht an meinen Antworten erkennt, fällt es mir immer schwer, mich kurz zu fassen. Es gibt Slammerinnen und Slammer, die auch so 3 Minuten Texte schreiben können oder auch so Shorties, die nur aus 5 Zeilen bestehen. Das würde ich auch gerne können, das kann ich überhaupt nicht. So einen kurzen Gag zu machen, ich brauche die 5 Minuten auf jeden Fall und kann es nicht in kürzer leider. Ja. Gibt es Themen, die du vermeidest? Also einfach, weil du Angst hast, wie das Publikum reagiert oder einfach, weil es gesellschaftlich kontroverse Themen sind? Nee, vor gesellschaftlich kontroversen Themen sollte man niemals Angst haben. Denn das ist ganz wichtig beim Poetry Slam, dass man alles anspricht. Ich persönlich habe festgestellt, dass ich nicht mehr so gerne Texte schreibe, die mich persönlich aus meiner privaten Welt kommen. Also das Paradebeispiel ist ein Text von meiner Großmutter, als die an Demenz erkrankt ist, habe ich darüber einen Text geschrieben und habe den beim Poetry Slam vorgetragen und dann habe ich halt so, keine Ahnung, irgendwie so 7,5 Punkte bekommen und dachte mir so, boah, wie ätzend ist das, dass ich jetzt gerade die Krankheit meiner Großmutter, die ich versuche zu bewältigen, dem Wettbewerb aussetze. Und das habe ich nicht eingesehen. Wenn die jetzt alle gesagt hätten 10, 10, 10, dann wäre das vielleicht anders gewesen, aber es geht ja dann letzten Endes doch um die Unterhaltung und das sehe ich nicht mehr ein, dass ich da meine privaten Gefühle da auf die Bühne bringe, so zu 100% und das dann bewerten lasse. Also das halte ich sehr klein. Auf jeden Fall verständlich. Jetzt bist du nicht nur Poetry Slammer, sondern auch Buchautor und Moderator und sozialpädagogischer Mitarbeiter, wie man lesen kann. Welche der Tätigkeiten ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich da auf eine Sache festzulegen, aber was machst du am meisten mit Herzblut? Ich sage natürlich, dass ich alles mit Herzblut mache. Ich habe auch meine Aufgabe als Sozialpädagoge in Hamburg-Wilhelmsburg sehr gerne gemacht. Ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich aus Zeitgründen das nicht mehr kann. Deswegen, ich bin jetzt beim Kinderkanal und bin seit 3 Monaten im Kinderkanal Moderator des Kummerkastens. Das ist auch so eine Beratungssendung, ein bisschen wie Dr. Sommer. Es geht um die Zielgruppe 9 bis 13 Jahre alt und da kann ich jetzt mein Herzblut reinstecken. Und das ist ja im Endeffekt genau dasselbe, bloß im Fernsehen, was ich da mache. Ich slamme gerne, ich moderiere gerne, sehr, sehr gerne sogar und ich könnte mich da nicht entscheiden. Ich möchte auf keines dieser Tätigkeiten verzichten, tatsächlich. Jetzt bist du auf Tour, hast du irgendwelche Rituale? Ganz viele, ja. Also ich finde es sehr wichtig, vor dem Auftritt sehr, sehr gut zu essen. Und zwar sehr, sehr gut. Das schafft man nicht meistens, weil ich habe so einen nervösen Magen. Deswegen versuche ich immer irgendwie so eine Stunde Puffer zu haben vor dem Soundcheck und sowas, damit ich mich da nochmal entspannen kann. Heute habe ich bei bestem Sonnenschein jetzt gerade hier in Stuttgart nochmal in Ruhe was gegessen, das fand ich sehr gut. Ansonsten, ich gehe immer meine Anmoderation, also meine allererste Moderation in der Solo-Show, gehe ich immer sehr häufig immer wieder durch. Und man braucht irgendwas, um sich zu entspannen, kurz vor. Also ich gucke ganz gerne auch mal einfach so eine Folge von irgendeiner Serie, die ich gerade gucke, irgendeine Comedy-Serie, nochmal so eine Folge, um komplett rauszugehen. Was schaust du gerade? Gerade gucke ich tatsächlich Modern Family. Nichts Spektakuläres, aber das ist ganz gut, um sich mal kurz ein bisschen abzuschalten. Aber der Reisestress macht ja auch nichts aus. Ich hasse ihn tatsächlich. Man gewöhnt sich daran. Jetzt im Sommer ist es so, dass man den ganzen Sommer eigentlich im Zug verbringt. Im Winter ist das nicht so schlimm. Im Sommer ist das richtig ätzend, wenn man schwitzt und das voll ist und die Klimaanlage ausfällt. Ich bin jetzt heute aus Frankfurt-Oder gekommen, also ich bin auch 8 Stunden gefahren, weil ich habe sehr ungünstige Tourplanungen. Ich hasse Reisegruppen in Zügen und ich hasse nicht funktionierendes WLAN, obwohl es das WLAN noch gar nicht so lange gibt, aber es funktioniert nie, das macht mich irre, das stört mich. Ich versuche in Zukunft häufiger einfach ein gutes Buch zu lesen und zu entspannen. Weil ja, es geht ja nicht anders. Ne? Man muss ja immer touren und man muss immer die Bahn nehmen, weil, also viele meiner Kollegen nehmen auch das Auto, aber da habe ich keinen Bock so. Dann kann ich auch nicht mal abends was trinken und sowas, wenn ich danach mit dem Auto wieder, das ist nicht so gut. Dann wünsche ich dir für die Zukunft mit deinen Reiseproblemen alles Gute und natürlich auch für die Shows und für alles andere. Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne.
Und auch an euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss und bis bald.